Herzlich willkommen zur ersten Folge aus der Reihe Erstellung eines Seitentemplates für Turbo 3. In dieser Folge konfigurieren wir eine Turbo 3 Domain mit der Seitenverwaltung. Die Seitenverwaltung befindet sich im Backend. Und zwar hier unter Site Management. Das ist eine komplett neue Funktion von Turbo 3 V9 und aufwärts. Im Prinzip übernimmt die Site Management zwei Hauptaufgaben. Hier sieht man, wenn man darauf geht, auf der rechten Seite alle Root-Knoten. In meinem Fall habe ich nur einen Root-Knoten. Wenn wir jetzt hingehen würden und einen zweiten Root-Knoten erstellen, New und hier einfach einen Namen geben, sagen, es ist Root, was ja prinzipiell reflektiert, dass es eine neue Domain ist, dann taucht hier bei Sites diese eben auf. Wir sehen, hier gibt es schon eine Konfiguration. Das sieht dann so aus. Wenn es noch keine gibt, dann sieht das so aus. Grundsätzlich ist die Benutzung des Site-Management oder der Site-Verwaltung komplett optional. Jetzt klicken wir mal rein und kommen zu den zwei Hauptaufgaben, die die Site-Verwaltung übernimmt. Die erste Hauptaufgabe ist es zu klären, welche Domain unser Seitenbaum, den wir hier gerade beschreiben, benutzt. Das heißt, in unserem Fall soll es mal sein HTTP, und zwar mit Protokoll YouTube 2.slavely.local. Damit wird dieser Seitenbaum angesteuert, sobald man diese Typo 3 Installation, insofern man den Webserver natürlich so konfiguriert hat, mit YouTube 2.local aufruft. Damit, wie gesagt, dieser Seitenbaum dann aufgerufen. Wenn man die Seitenverwaltung nicht hat, dann muss man die Domain so konfigurieren, wie man es schon vor Typo 3 V9 gemacht hat. Komplett über TypoScript. Als auch Erstellung der Domain im Backend über das List-Modul. Hier muss man dann einen Seiten-Identifier eingeben. Das ist nichts anderes als der Verzeichnisname, unter welcher diese Konfiguration abgelegt wird. Das Format dieser Konfiguration ist eine YAML-Datei. Wir wollen jetzt hier einfach mal sagen, okay, YouTube 2. Hier gibt es noch Base Variants, was sehr nützlich ist. Was sind Base Variants? Das beschreibt weitere Domains, die auf diesen Seitenroot aufgelöst wird. Was ist das gut? Ein praktisches Beispiel ist, wenn man zum Beispiel sagt, dass wir eine Live- und Dev-Domain haben. Die Dev-Domain soll bitte so heißen. Und sobald man diese Typo3-Installation in einem anderen Application-Kontext aufruft, zum Beispiel hier statt Production Development, dann wird diese URL benutzt. Die Application-Kontext kann man beispielsweise in der htaccess ansteuern. Hier oben sehen wir dann nochmal den Application-Kontext, der gerade aktiv ist. Das ist der Production Application-Kontext. In diesem Fall würde dann unser Entry-Point YouTube 2.slavely.com benutzt. Und wenn dieser Application-Kontext wechselt auf Development, dann wird YouTube 2-dev benutzt. Das andere Anwendungsbeispiel ist, dass zum Beispiel die endgültige Domain, zu der die Webseite, die man hier erstellt, nicht dann klar ist, welche das genau ist, wenn man die Seite erstellt, sondern dass man die dann halt auch später ist registriert und dann auch darauf auflösen will. Das heißt, man hat hier erstmal eine Arbeitsdomain und die kann man auch erstmal so hier eintragen und hier auch schon mal die Live-Domain hinterlegen und dann mit der Erstellung und Testing mit dieser Arbeitsdomain fortfahren. Ich lösche das jetzt einmal hier, weil wir das jetzt hier nicht brauchen. Dann kommen wir zum zweiten Hauptgebiet und das ist die Einstellung der Sprache. Und das ist eine riesengroße Hilfe. Sowohl für die Konfiguration der Domain als auch für die Sprache wird kein einziger Zeile TypoScript mehr benötigt, wenn man die Seitenverwaltung benutzt. Das heißt, das nervige TypoScript-Konfigurieren von Language, Language Mode und Fallback und was es so alles gibt, ist nicht mehr notwendig. Und das geht einfach sehr einfach. Man muss einfach nur die Felder auffüllen, die meines Erachtens selbsterklärend sind. Kurz ab hier bei dem obigen Feld. Hier sieht man alle fremden Sprachen, die im System angestellt sind. Immerhin sieht man keine. Das, was jetzt erst aufpoppt, ist die Default-Sprache. Und das heißt, hier geben wir an, was die Default-Sprache ist. In unserem Fall soll es mal Deutsch sein. Und hier sieht man auch schon, Language ID ist 0 für die Default-Sprache. Hier kann man sagen, was der Domain Basis ist für unsere deutsche Sprache. Wir sagen, es ist Slash, also sobald man unsere Domain
so aufruft, steuert man die deutsche Sprache an. Hier muss man dann natürlich entsprechendes eingeben. Das ist mehr oder weniger straightforward. Und wenn man das dann fertig getan hat, dann ist man auch fertig mit der Einrichtung der Default-Sprache. Mehr muss man nicht machen. Dann hatten wir noch zwei weitere Reiter, einmal fürs Error Handling. Klassisches Einsatzgebiet ist hier eine 404-Seite einzurichten. Hier sagen wir, okay, zeige, sobald ein 404-Fehler geworfen wird, der Inhalt von einer bestimmten Typo-3-Seite an oder einer externen URL. Als nächstes kommen dann die Static Routes. Hier klassisches Anwendungsbeispiel, beziehungsweise erstmal erklären, was sind Static Routes. Wenn man eine Typo-3-Seite aufruft, dann sind es ja, oder man redet dann eher von dynamischen Seiten, dann sobald der Redakteur Inhalte hinzufügt über die Inhaltselemente, dann wechselt ja der Inhalt quasi. Und das geht in einem Tonus, der relativ kurz getaktet ist. Deswegen gibt es ja auch hier gibt es hier eine Backend mit Administrationsoberfläche. Statische Routen sind eher gedacht für Seiten, die sich kaum bis gar nie ändern und simulieren quasi eine feste physische Datei auf dem Webserver. Klassisches Beispiel ist die robots.txt. Das ändert man ja in der Regel sehr selten ändert. Und hier kann man sagen, ich möchte eine robots.txt haben. Und hier kann man sich aussuchen, wo der Inhalt herkommt. Wir wollen jetzt sagen, okay, es soll ein statischer Text sein. Dann kann man den Inhalt der robots.txt hier einfügen und hier hat man netterweise sogar noch ein Example-Konto, den man sich hier platzieren kann. Somit hat man eine robots.txt-Datei erstellt, ohne sie physisch erstellt zu haben auf dem Webserver. Also diese Datei gibt es nicht auf dem Webserver, sondern sobald man robots.txt aufruft, kennt Typo3, es gibt eine statische Route und gibt dann diesen Inhalt aus. Es gibt keine physische Datei robots.txt auf dem Webserver. Und so kann man auch zum Beispiel Seiten XML erstellen oder andere statischen Seiten, wie eine Wartungsseite zum Beispiel, die man eben jetzt nicht braucht, dass man sie editiert über das Typo3 Backend. Und das ist die Seitenverwaltung. Wie gesagt, das zwei Hauptgebiete sind eine schöne Domain und der Sprachen. Wir können zum Beispiel jetzt mal hingehen, das hier speichern und eine weitere Systemsprache hier erstellen. Website Language und sagen, okay, das ist jetzt Englisch. Das soll British Englisch sein. Genau. Speichern das. Wenn wir jetzt in die Seitenverwaltung gehen und zum Beispiel wieder zu unserem Beispiel YouTube 2, dann sehen wir hier, wir haben eine weitere Sprache zur Verfügung. Wir klicken hier rein und bekommen dann das gleiche, was wir für Deutsch haben, auch für die Englische. Und hier wäre zum Beispiel der Endpoint en. Denkbar wäre auch eine komplett neue Domain einzutragen, zum Beispiel statt .de, .com oder ähnliches. Und damit wäre auch dann wiederum die Konfiguration der Sprache Englisch komplett abgeschlossen. Das ist echt super einfach. Die Seitenverwaltung zu benutzen für die Sprache und für Domain. Und nochmal, die Benutzung ist komplett optional. Man kann auch alles wie gewohnt im TypeScript konfigurieren, was meines Erachtens aber relativ Schwachsinn ist. Ja, damit ist die Folge auch schon beendet. Ich hoffe, die Folge hat dir Spaß gemacht. Wenn ja, lass mir ein Like da. Wenn du mehr von mir sehen willst, dann abonniere meinen Kanal. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge.